Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hopsi Hopper TV. Heute geht es bei uns um eine Übung namens Jäger und Hase. Und bei dieser Übung dürft ihr unter Beweis stellen, wie geschickt ihr schon seid. Seid ihr bereit? Dann kann es jetzt losgehen. Zuerst sehen wir uns an, wie der Hase funktioniert. Für den Hasen strecken wir einmal den Zeigefinger durch und einmal den Mittelfinger. Beide Finger nach oben, das ist unser Hase. Dann gibt es noch den Jäger. Der Jäger besteht aus einem Daumen und einem Zeigefinger. Der Unterschied ist, dass die Handinnenfläche beim Hasen nach außen schaut. Beim Jäger, Daumen und Zeigefinger, sieht die Handinnenfläche zu uns. Und jetzt versuchen wir, den Hasen und den Jäger abzuwechseln. Was müssen wir dafür tun? Wir starten wieder beim Hasen. Als nächstes klappt der Mittelfinger rein und der Daumen nach außen. Wenn wir jetzt die Hand nachdrehen, haben wir den Jäger. Das versuchen wir jetzt gleich noch einmal. Wir starten wieder beim Hasen. Mittelfinger rein, Daumen raus und die Hand wird nachgedrückt. Einmal versuchen wir das Ganze noch. Hase, Mittelfinger rein, Daumen raus und die Hand wird nachgedrückt. Da sind wir beim Jäger. Wenn das noch Schwierigkeiten bereitet, einfach kurz zurückspulen, seht es euch nochmal an. Beim nächsten Mal klappt es ganz sicher. Weiter geht's. Die Verwandlung vom Jäger zum Hasen. Wir haben also hier unseren Jäger. Der Jäger wird zurückverwandelt zum Hasen. Und dazu klappt der Daumen rein, der Mittelfinger raus und die Hand dreht nach außen. Noch einmal. Wir haben unseren Jäger. Der Daumen geht rein, der Mittelfinger raus und die Hand nach außen. Und einmal noch schnell. So, wenn das funktioniert, dann wechseln wir es ein paar Mal zwischen Jäger und Hase hin und her. Wir starten beim Hase. Hase, Jäger. Hase, Jäger. Einmal noch. Hase und Jäger. So, jetzt machen wir das Ganze mit der anderen Hand. Wir beginnen wieder beim Hasen. Vom Hasen wechseln wir auf den Jäger. Wir erinnern uns, jedes Mal, wenn wir das machen, drehen wir auch die Hand nach innen bzw. nach außen. Los geht's mit einer Runde, wo wir das Ganze schneller machen. Jäger, Hase, Jäger, Hase. Einmal noch, Jäger, Hase. So, wenn ihr das bereits geschafft habt, dann seid ihr schon richtig gut. Falls es noch nicht funktioniert, seid ihr ebenfalls spitze. Ihr müsst es einfach noch ein paar Mal üben. Ihr werdet sehen, nach ein paar Mal üben ist es plötzlich überhaupt nicht mehr schwer. Und wenn das geschafft ist, dann suchen wir uns eine neue Herausforderung, denn sonst wäre es ja langweilig. Und die sieht folgendermaßen aus. Wir haben auf der einen Hand unseren Hasen sitzen und auf der anderen Hand den Jäger. Und jetzt werden diese beiden versuchen, Platz zu tauschen. Der Hase kommt auf die Seite vom Jäger und der Jäger wechselt auf die Seite vom Hasen. Beginnen wir mit dem Hasen. Das heißt, Zeigefinger rein, Daumen raus und Hand nach. Jetzt haben wir zwei Jäger. Jetzt wird der Jäger plötzlich zum Hasen. Das heißt, Daumen rein, Zeigefinger raus, Hand nach. Und schon haben Jäger und Hase ihren Platz getauscht. Das Ganze versuchen wir jetzt noch einmal auf die andere Seite. Wir beginnen wieder bei unserem Hasen. Das heißt,
Mittelfinger rein, Daumen raus. Und beim Jäger, Daumen rein, Mittelfinger raus. Und einmal versuchen wir das Ganze wieder in die andere Richtung. Wir beginnen wieder beim Haken. Mittelfinger rein, Daumen raus. Daumen rein, Mittelfinger raus. Und wieder zurück. Wenn das funktioniert und dafür braucht es eben ein bisschen Übung, dann versucht es mal fließen ohne Pause. Das heißt, wir haben einen Finger und einen Haken. Und schon haben Sie Platz getauscht. Und noch einmal zurück. Und Sie haben wieder Ihre Plätze vertauscht. Das Ganze üben wir jetzt ein bisschen. Jawohl, ihr habt heute eine wirklich schwere Aufgabe bestanden. Übt diese Übung. Ihr könnt sie gerne euren Eltern zeigen und sie fragen, ob die diese Übung schaffen. Wahrscheinlich tun sie sich genauso schwer wie ihr selbst, aber nach ein paar Mal üben werden es auch eure Eltern problemlos schaffen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Hopsi Hopper TV. Für heute sage ich Tschüss, danke fürs Mitmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.